Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Februar 2017. Bevor ich anfange, noch ein Hinweis auf meine Verlosung. Die läuft diesmal etwas anders als die letzten Male, deswegen bleibt dran bis zum Schluss. In diesem Monat kann es sein, dass ihr beruflich ziemlich eingespannt seid und auch viele Familienverpflichtungen habt. Also irgendwie will jeder was von euch. Aber ihr habt auch viel Fantasie und damit könnt ihr so manche Situation entschärfen. Wenn ihr das nicht wollt, dann ist es vielleicht eine ganz gute Idee, im Februar in Urlaub zu fahren. Also ich werde zum Beispiel im Februar eine Weile weg sein. Vielleicht hilft das ja. Das werden wir ja dann sehen. Aber eben für viele Steinbockgeborene steht doch einiges an Verpflichtungen in den Sternen. Ich hoffe, ihr findet trotzdem genug Zeit für die Liebe. Kommen wir jetzt erstmal zum Erlebnishintergrund. Ja, also ihr habt ja immer noch diese Spannungskonstellation auch in Spannung zu eurer Sonne stehen. Also Jupiter und Uranus stehen im Quadrat zur Steinbocksonne, Pluto steht auf eurer Sonne. Das ist natürlich nicht so ganz ohne. Und das spielt sich im Wesentlichen alles ab in der dritten Dekade. Das Quadrat Jupiter spüren besonders diejenigen, die zwischen dem 11. und 16. Januar Geburtstag haben. Die Konjunktion mit Pluto spüren diejenigen, die zwischen dem 7. und 11. Januar Geburtstag haben. Und das Quadrat zu Uranus spüren diejenigen ganz ähnlich wie auch das Quadrat zu Jupiter, die zwischen dem 10. und 15. Januar Geburtstag haben. Also das wirkt da alles so ein bisschen gleichzeitig auf euch ein. Das ist auch recht aufregend. Jetzt fällt das Ganze aber bei euch eben in die Bereiche hier einmal Familie, dann Beruf und eben hier ihr selber. Ja, und das kann also wirklich der Konflikt einfach sein, dass ihr immerzu nicht dazu kommt, das zu tun, was ihr eigentlich tun wollt, weil ständig aus anderen Bereichen Anforderungen auf euch einstürmen. So ein bisschen seid ihr das ja gewöhnt, das ist ja jetzt schon seit einer Weile auch Dauerzustand, aber im Februar kann es eben sich nochmal so ein bisschen zuspitzen. Ja. Es kommt auch natürlich sehr darauf an, was ihr für einen Aszendenten habt. Da könnt ihr vielleicht auch nochmal dann im Video des Aszendentenzeichens nachsehen, in welche individuellen Häuser jetzt diese Planeten fallen, die da diese Spannung bilden. Aber die Sonnenhäuser haben schon auch eine starke Bedeutung. Also ich sehe das ja bei vielen Steinbockgeborenen und auch bei mir selber, dass der Jupiter schon sehr stark hier im 10. Haus sich entfaltet. Ich sehe es zum Beispiel daran, dass es mit meinem YouTube-Kanal so gut läuft und ich sehr, sehr viel dadurch zu tun habe und eben auch erfolgreich bin. Gleichzeitig gibt es in der Familie sehr viel zu tun. Es gibt auch Aufregung, auch durchaus positive Überraschungen, aber eben immer mal wieder Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat und dann muss man sich darum kümmern. Ja, das ist einfach so. Am besten ihr nehmt es einfach so hin und regt euch gar nicht drüber auf. Dann könnt ihr die restliche Zeit doch noch ein bisschen genießen. Ein genießerischer Aspekt ist sicherlich, dass hier der Neptun günstig zur Steinbocksonne steht, steht im Sextil. Und das spüren besonders diejenigen, die zwischen dem 30. Dezember und dem 4. Januar Geburtstag haben. Und er steht hier im dritten Haus gut und erfüllt euch mit Fantasie. Da habe ich ja schon öfter drüber gesprochen. Für viele Steinböcke ist jetzt auch eine schöne Zeit, öfter mal ein gutes Buch zu lesen, Filme gucken oder Hörbücher hören. Das kann sehr schön ablenken und beruhigen, einfach mal auch in so eine Fantasiewelt einzutauchen. Oder vielleicht tragt ihr auch selbst mit dazu bei. Also ihr seid mehr als sonst in der Lage, vielleicht auch mal einen süßen Liebesbrief zu schreiben und euch da was einfallen zu lassen und nicht ganz so harsch und trocken wie sonst oft. Obwohl gerade zu Beginn des Monats jetzt auch noch der Merkur im Steinbock steht und schon so ein bisschen dieses etwas Trockene, was der Steinbock so mit sich bringen kann, auch betont. Es ist aber gut, um eben beruflich voranzukommen, Verhandlungen zu führen und Klarheit zu schaffen und sich zu organisieren. Dafür ist es auf jeden Fall gut. Ne? Nur ganz, und damit sind wir auch schon bei den aktuellen Konstellationen, denn ganz am Anfang des Monats steht der Merkur eben hier auch in Spannung. Und da kann es auch sein, dass ihr mit euren Ideen, Klarheit zu schaffen, nicht so gut vorankommt, weil so vieles zu berücksichtigen und unter einen Hut zu bringen ist oder eben auch immer wieder neue Anforderungen an euch gestellt werden. Das wird sich dann ein bisschen bessern, wenn der Merkur in den Wassermann läuft. Aber gehen wir nochmal zurück auf den Neumond im Wassermann, mit dem der Monat, der ja so ein bisschen das Thema des Monats ist, vom 28. Januar, der findet bei euch im Geldhaus statt, also in diesem Monat auch durchaus drin, dass ihr euch über Geldthemen Gedanken machen müsst und da vielleicht
also bei mir geht es zum Beispiel darum, dass ich einen bestimmten Vertrag aufsetzen muss, wo es eben auch um Geldthemen geht. Und es kann auch natürlich um euer Selbstwert gehen. Es geht auch darum, was ihr habt. Und der Vollmond später findet ja dann eben hier auf der Achse statt. Zweites Haus, das seid ihr mit eurem Selbstwert, das, was euch gehört. Und hier im achten Haus ist dann der Partner. Und dieses Thema kann jetzt im Februar auch sehr wichtig werden. Denkt mal drüber nach, vielleicht habt ihr ja mit eurem Partner was zu verhandeln oder es geht ums Geld oder ihr wollt euch was anschaffen. Das kann also schon den Monat auch bestimmen jetzt für euch, ne? Dann ist die Sonne ja auch erstmal im zweiten Haus. Das ist auch gut für Geldangelegenheiten, bringt viel Energie da rein. Der Mars steht für euch im vierten Haus den ganzen Monat über. Und das bedeutet eben auch, dass es in der Familie zu irgendwelchen Zwistigkeiten kommen könnte, vielleicht Konflikte, vielleicht gibt es jemand, der auch ein bisschen querulant ist. Wenn ihr Familie habt, kann das auch ein junger Mann sein, der vielleicht eure Tochter datet und ihr seid damit nicht einverstanden. Das sind alles so denkbare Szenarien mit Mars im vierten Haus, beziehungsweise dann natürlich auch die ganze Zeit im Quadrat zur Steinbocksonne. Das kann euch auch generell reizbar machen. Da müsst ihr auch ein bisschen bei euch selber gucken, ne? Dass ihr nicht zu ungeduldig und ungehalten reagiert, denn mit Mars neigt man schon mal dazu und bei euch würden dann vielleicht besonders Familienthemen so ein bisschen aufregen. Das müsst ihr, wenn ihr das wisst, könnt ihr der Sache ja vielleicht ein bisschen aus dem Weg gehen. Zum Beispiel eben, indem ihr verreist, wenn ihr das noch könnt. Genau. Und dann ist der Freitag aber auch ein Top-Tag für euch. Da haben wir nämlich den Mond im Stier. Der steht da sehr schön für euch im Haus der Lebensfreude, der Sexualität. Also dieser Freitag. Vielleicht auch das Wochenende. Solltet ihr mal gucken, ob ihr dann nicht vielleicht was Schönes mit eurem Herz allerliebsten machen könnt oder was Kreatives, so ein bisschen zum Ausgleich. Gleichzeitig geht aber dann auch die Venus ins vierte Haus, also ins Quadrat zu eurer Sonne. Aber im vierten Haus der Familie bringt sie dann auch wieder so ein bisschen Lichtblick rein. Denn mit Venus im vierten Haus verhält man sich dann wieder mehr beziehungsgestaltend, anstatt sich zu zerstreiten. Und wer weiß, wenn ihr Kinder habt, dann erlebt ihr vielleicht auch, wie sich eins eurer Kinder in jemand anders verliebt und die sind dann heiß verliebt. Das kann das nämlich auch heißen. Mars im Quadrat zur Steinbocksonne macht ja reizbar, aber wenn dann die Venus dazukommt, dann macht es eben auch leidenschaftlich. Dann kann es sehr gut sein, dass ihr euch vielleicht streitet, aber dann auch dazu neigt, euch schleunigst im Bett wieder zu versöhnen. Versucht mal, wenn ihr das spürt, wenn so ein Zorn aufkommt, dass ihr eher das versucht, in diese Richtung Leidenschaft zu bringen und dass ihr eher eben wirklich in heiße Liebes- und Sextätigkeiten reingeht, anstatt in den Streit. Das kann man schaffen, vor allen Dingen eben dann, wenn ihr euren Liebsten doch auch wirklich liebt. Klar, wenn jetzt eine Beziehung im Argen, wenn in der Beziehung was im Argen liegt, dann kann das schon eine Herausforderung sein, ne? Weil man eben auch leichter wütend wird. Aber wenn ihr euren Liebsten liebt, dann solltet ihr wirklich ganz bewusst in dem Moment umschalten und sagen, okay, was ich jetzt hier spüre, das kann ich auch ausleben, indem ich mich jetzt einfach mal auf meinen Schatz stürze und wir einfach mal alles andere stehen und liegen lassen und mal so gleich uns eben sexuell austauschen. Also denkt da mal dran. Denn wie gesagt, dieses Reizbare, das wird den ganzen Monat über anhalten bei den Steinböcken, ne? Da ist das wichtig, dass man dich da nicht zu sehr eben in den Streit hineinziehen lässt. Genau. Ja, am 6.2. wird der Jupiter rückläufig. Bei euch im Berufshaus, im Karrierehaus müsst ihr darauf achten, da ändert sich die Energie. Die Dinge laufen dann auf einmal in eine andere Richtung und es kann auch sein, dass eine Sache neu bewertet wird oder dass ihr nochmal in was rein investieren müsst. Aber andererseits bedeutet es eben auch, dass Jupiter da noch länger steht, euch noch länger mit seiner guten Energie auch versorgt. Beruflich und ich denke mal, es wird am Ende gut ausgehen, nur steht eben auch eher in Spannung zur Steinbocksonne und in Spannung zu Pluto und kann euch dazu verführen, es zu übertreiben, entweder zu perfektionistisch zu sein, zu viel zu verlangen, zu hohe Erwartungen zu haben. Also ihr solltet einfach den ganzen Monat über gucken, dass ihr immer wieder in eure Mitte findet und vielleicht auch Techniken anwendet, um mehr zur Ruhe zu kommen und diese ganze Spannung ein bisschen abzubauen. Wie gesagt, zum einen eben viel Sex hilft dafür sehr gut. Natürlich auch viel Sport, also auch wirklich sich körperlich bewegen und natürlich auch gute Mentaltechniken, wie ihr in eure Mitte kommt, sind da gefragt. Aufregend wird der Monat auf jeden Fall, da könnt ihr von ausgehen.
So, dann geht der Merkur ins zweite Haus für euch am 7. Das ist gut für Geld und Verhandlungen. Und dann als nächste wichtige Konstellation haben wir dann auch schon den Vollmond am 11. Den zeige ich euch hier nochmal. Das ist für euch auch ganz, ganz spannend. Denn der spielt sich hier auf der Werteachse ab. Hier seid ihr, eure Werte, was euch gehört. Hier ist der Partner, was dem Partner gehört. Und das Ganze ist auf eine gute Art und Weise verbunden hier mit Jupiter im Berufshaus, Karriere. Und hier Uranus, der überraschende Entwicklung in der Familie zeigt. Also das könnte zum Beispiel heißen, dass ihr mit eurem Partner etwas vereinbart, wobei ihr euch auch selber mit einsetzt oder vielleicht durch eure Karriere was mit einbringt. Und aus der Familie kommt auch Unterstützung auf eine überraschende Art und Weise. Ja, ist sicherlich auch sehr interessant für alle Steinböcke, die jetzt im Februar Heiratspläne haben. Vielleicht müsste er da vorher noch eine Vereinbarung unterschreiben. Die steht also im Großen und Ganzen doch unter guten Sternen, aber wie gesagt, bitte möglichst noch in der ersten Februarhälfte, weil es danach eben ein bisschen schwieriger wird. Ne? Und regt euch nicht auf, nehmt nicht Sachen persönlich. Das ist halt auch wichtig. Genau, dann gehen wir wieder zurück in den Zeitschritt und kommen dann zu den nächsten Konstellationen. Ein Top-Tag für euch ist übrigens auch der 12. Januar im Anschluss an den Vollmond, der Sonntag. Da steht der Mond günstig zur Steinbocksonne und falls ihr auf Reisen seid, könnt ihr da auch jemand Tolles begegnen in dieser Zeit, weil er da auch den Mondknoten aktiviert, der auch günstig für euch steht. Und dann ist ja am 14. der Übergang von Lilith aus dem Skorpion in den Schützen, geht für euch damit ins 12. Haus. Aber viele Steinböcke haben ja Planeten im Schützen. Und die werden dann den Transit von Lilith deutlich spüren. Also wenn euch das interessiert, wäre das vielleicht doch mal eine Gelegenheit, nach eurem persönlichen Horoskop zu fragen oder vielleicht eine Beratung zu vereinbaren, damit ihr wisst, was dieser Lilith-Transit bei euch im Horoskop auslösen kann. Wenn ihr euren Aszendenten kennt, könnt ihr auch da nochmal schauen, hier bei meinen Videos beim Aszendentenzeichen, in welchem Verhältnis dann Lilith zu euch stehen wird von den Häusern her. Also das ist auf jeden Fall interessant. Vom Sonnenhaus her geht sie in 12 und tritt so ein bisschen in den Hintergrund oder wirkt vielleicht spirituell, wirkt stärker über eure Träume oder über die Tiefenpsychologie dann auf euch ein. Genau, so, dann geht am 18. die Sonne in die Fische. Das ist gut für Steinbock-Geborene, weil sie dann nämlich wieder im günstigen Aspekt zur Steinbock-Sonne steht, hier ein bisschen Ausgleich schaffen kann zu dieser ganzen Spannungskonstellation. Das ist positiv. Aber gleichzeitig beginnt ja dann am 20. auch diese kritische Phase, wo die Spannung sich nochmal verstärkt, die kosmische Spannung. Und da steht ihr jetzt wirklich auch mitten im Brennpunkt dieser Konstellation, weil ja nun mal der Pluto bei euch im ersten Haus steht. Das wird dann durch den Mond hier im Steinbock auch nochmal stark ausgelöst. Diese ganze Spannung, die da eben drin ist, vielleicht mit eurer Familiensituation zu tun hat oder mit eurer Berufssituation. Ihr müsst euch wirklich fest vornehmen, in dieser Zeit vom 22. bis Ende Februar Ruhe zu bewahren und dann lieber der Fels in der Brandung zu bleiben, anstatt euch davon mitreißen zu lassen. Es kann ja auch sehr gut sein, dass ihr selber ganz klar seid, ganz ruhig seid, aber dass ihr wirklich an vielen, vielen Baustellen gleichzeitig einspringen müsst. Ne, das ist auch sehr gut denkbar, das Szenario. Dann haben wir mitten in dieser ganzen Spannung, haben wir dann den Neumond am 26. Und das ist zugleich ja eben auch eine Sonnenfinsternis, also von daher schon sehr bedeutsam. Und für euch sind jetzt zwei Energien angezeigt. Das eine ist hier der Neumond, der steht für euch günstig, guter Aspekt zur Sonne und steht im dritten Haus. Das bedeutet wertschätzende Kommunikation. Also wenn ihr es schafft, da den Kopf oben zu behalten und die richtigen Worte zu finden, könnt ihr vielleicht sogar schlichten und vermitteln für die anderen da sein. Aber es ist dann eben hier auch diese starke Spannung, ne? Beruf, Familie und ihr selbst. Also vielleicht seid ihr es auch selber, die da mitten im Sturm stehen und da jetzt den kühlen Kopf bewahren müssen. Wie ihr das schafft, müsst ihr mal selber gucken, was ihr da so für Methoden habt, was euch hilft. Vielleicht hilft es euch auch einfach wegzufahren und euch aus diesem ganzen Knäuel mal rauszunehmen. Aber seid einfach darauf vorbereitet, dass es recht stürmisch wird gegen Ende Februar und dass ihr womöglich da ganz stark gefordert seid und euch da eine wichtige Rolle zufällt. Und dann wollt ihr ja nicht den Kopf verlieren. Denkt halt dran, ihr seid reizbar, aber auch leidenschaftlich. Ihr kommt vielleicht auch plötzlich auf gute Ideen. Aber es ist eben nicht ganz ohne. Schreibt mir doch mal,
hier auf YouTube, wie es euch dann so ergangen ist Ende Februar. Und damit komme ich dann auch zur Verlosung, weil ich nämlich diesmal unter allen meinen Abonnenten, die mir einen netten oder interessanten Kommentar schreiben, eine Kurzberatung verlosen möchte. 15 Minuten, gerne auch mit Partnerhoroskop, wenn ihr mir einen Kommentar dalasst und meinen Kanal abonniert habt. Ja, da würde ich mich freuen. Ansonsten kann ich euch natürlich auch raten, euch ein persönliches Horoskop erstellen zu lassen. Es lohnt sich vielleicht bei diesen Konstellationen. Die sind ja wirklich ganz schön heftig und eine große Herausforderung. Aber die coolen Steinböcke können es meistern. Weil wer, wenn nicht ihr? Ja? Alle Informationen findet ihr auch unten in der Videobeschreibung oder auf meiner Webseite. Oder ihr schaut mal bei mir auf Facebook vorbei. Ich bin auf jeden Fall für euch da. Jetzt wünsche ich euch einen spannenden und prickelnden Monat Februar. Und alles Gute mit den Sternen.